Cloud Computing und Thin Clients, wie gerade schon angekündigt, also wie man es will, Serverinfrastruktur und Clientinfrastruktur oder Bereitstellung und Zugriff, gibt natürlich viele breite Facetten. Der eine nennt es so, der andere nennt es so, aber vor allem in den letzten Jahren durch Softwareentwicklung und Softwarefortschritte im Bereich Virtualisierung von Servern, Storage etc. hat das Ganze einen massiven Schub bekommen und jetzt geht es durch die Komponente Internet und bedarfsgerechte Ressourcen, Verschiebung, Ergänzung, aber auch wieder Reduzierung in die Cloud. Das heißt, Lösungsanbieter haben sich lange und viel unterhalten und gestritten, was man wirklich anbieten möchte. Mittlerweile weiß man es. Jetzt muss der Kunde nur noch entscheiden, von wem und wie er es kaufen will. Das heißt, es wird im ersten Part ein bisschen darum gehen, Unterschiede in der Cloud erstmal zu erkennen, aber eben auch Unterschiede zu klassischen Anwendungsmodellen und Bereitstellungsmodellen. Eben einmal im B2C oder einmal im B2B-Bereich und dann, das wird dann ein bisschen einfacher, ein bisschen unobvious gehören, messbare Vorteile mit Thin Clients gegenüber PCs in der betrieblichen Nutzung und das Ganze anhand der Caritas Graz und der Stadt Bergheim bei Köln. Fangen wir einmal an, wenn man beispielsweise hier die Maria-Hilfer-Straße rauf und runter geht und IT-Schlagwörter und IT-Hypes anspricht, wie Virtualisierung, Storage, Bring Your Own Device, diverse Geschichten, wird es kaum jemand kennen. Die Cloud allerdings hat es tatsächlich bis zum Endanwender geschafft, einfach weil diverse Anbieter wie beispielsweise die Telekom oder Apple erkannt haben, dass sich Begriffe wie FTP-Server oder HTTP-Server einfach schlecht verkaufen lassen. Deswegen nennt man das jetzt heute Telekom Cloud oder iCloud, aber natürlich, es wäre nicht die Cloud, wenn es nicht irgendeinen Vorteil mitbringen würde. Dementsprechend ist bei der Telekom zum Beispiel so, man kann das über den eigenen Fernseher verwalten oder über eine App vom Smartphone, je nachdem. Und das, bei der iCloud ist es dann sogar so, dass es automatisch auf alle weiteren Endgeräte übertragen wird. Also der Grundgedanke der Cloud ist auch beim Endverbraucher tatsächlich angekommen. Das macht es aber auch nicht unbedingt leichter, weil natürlich jeder über die Cloud spricht. Das heißt, alle Daten, die ich immer verfügbar haben will, wie Urlaubsfotos, ist ja klar, dass sie jeder sehen muss, und unabhängig vom Endgerät und vom Ort, dass ich da einfach immer drauf zugreifen kann und das halt flexibel. Also dieser Grundgedanke in der Cloud ist, wie gesagt, auch im B2C-Bereich angekommen. Der einzige Unterschied zur betrieblichen Nutzung, der Endbenutzer bezahlt dafür. Bei der betrieblichen Nutzung geht es dann doch eher um Kosteneinsparungen. Das heißt, auch dort kennt man die klassischen Sachen, eigenes Rechenzentrum, externes Rechenzentrum, kann aber eben durch kleinere Zusätze daraus eine Cloud machen oder es einfach Cloud nennen, wenn man möchte. Sprich Zugriff auf das externe, auf ein externes Rechenzentrum. Wenn die Applikationen nur für mich gehostet sind, mit einem gewissen Ausfall, mit einer gewissen Ausfallsicherheit dahinter, dass eben die Ressourcen bedarfsgerecht erweitert werden, damit es nicht zu Ausfällen kommt und schon ist es eine Cloud. Wenn mein Homeoffice-Mitarbeiter nicht mehr über ein Virtual Private Network, wie es mal VPN, vom PC oder vom Laptop in das Firmennetz geht, sondern von seinem eigenen privaten Tablet, ist es plötzlich auch eine private Cloud. Wenn ein Dienstleister bei mir Backups oder Updates durchführt und eben entsprechend noch einen Ausfallsicherheitsservice oder sonst was dabei hat, ist es auch wieder eine Managed Private Cloud. Also der neuen Technik doch bitte auch neue Namen geben, damit wir es besser verkaufen können. Bisschen komplizierter wird es dann in der sogenannten Public Cloud. Also der zweite Begriff, der immer wieder im Cloud Computing auftaucht, weil man eben entsprechend nicht genau weiß, wo die Daten liegen. Das heißt, ein Tourist kommt aus Thailand wieder, hat 1000 bunte Tröten gekauft und möchte die nun bei eBay verkaufen. Ist im Endeffekt die Public Cloud, also alles Kundendaten, Kreditkartennummern, Umsatzzahlen, Arbeitszeiten vom Verkäufer, ist ja alles irgendwo gespeichert. Man kann auch nicht nachvollziehen, wo es gespeichert ist, interessiert aber auch keinen, ist ja nur eBay. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Allerdings muss man eben auch sagen, und da liegt der große Vorteil von diesen Public Cloud-Funktionen, wie auch Google sie bietet oder Amazon sie bietet, der enorme Vertrauensvorschuss, den man einfach mitbringt oder die Berührungsangst, die ein bisschen verloren geht, weil man denkt, oh, das ist ein großer Name, der wird schon damit schon keinen Schmuh machen. Und ganz im Ernst, wer würde auf buntetröten.at irgendwelche Tröten kaufen? Bei eBay ist schon wieder was anderes. Ja? Deswegen, also da liegt dann auch die große Chance. Allerdings natürlich unternehmenskritische Daten irgendwo hinzuschieben, wo ich es nicht weiß, ist natürlich ein bisschen schwierig und bei der Private Cloud wiederum ein bisschen einfacher. Jetzt haben sich die Lösungsanbieter weitestgehend darauf geeinigt, dass eine hybride Cloud die Lösung sein wird und dass eben der Kunde sich da in diesen Ressourcen vermischt, weil eben auch, und das ist ganz wichtig, sollten Sie mit irgendeinem Cloud-Anbieter sprechen, der nicht beginnt mit, wir werden Ihnen eine individuelle Lösung auf den Leib schneidern, sollten Sie am besten direkt weggehen, weil es ist man das weit davon entfernt, dass man irgendwelche gängigen Lösungen finden kann. Jedes Unternehmen hat seine eigenen Bedürfnisse. Der eine braucht nur mehr Hardware, wenn es an Jahresabschluss geht oder hat eine Werbemaßnahme gefahren und will verhindern, dass sein Onlineshop abstürzt.
braucht dann dementsprechend mehr Ressourcen. Oder beispielsweise auch die Firma Eagle. Wir haben einen Vertriebsstandort und einen Entwicklungsstandort. Macht es jetzt mehr Sinn, die Entwicklungsplattform, die Werkzeuge, also die Plattform as a Service zu mieten? Macht es Sinn, das Customer Relationship Management in die Cloud zu schieben, damit der Außendienst auch nachts um eins arbeiten kann? Macht es vielleicht gar nicht Sinn? Das muss man eben entsprechend einzeln ausrechnen. Das heißt, man muss sich wirklich die Mühe machen, wenn man es denn möchte, und sich individuell mit den Anbietern zusammensetzen und da wirklich auf die Vertragsdetails einfach achten. Ja. Ganz notwendig geworden ist natürlich, weil, schauen wir uns das einmal an, wie es ungefähr vorher aussah. Man hat irgendwie sein eigenes Rechenzentrum gehabt, hat seine Applikationen, seine Betriebssysteme, alles darin gefahren. Und irgendwann, das Unternehmen wächst und blüht auf, wird es zu klein. Ja, man hat irgendwelche Zusatzkomponenten dazu gewonnen, die man im eigenen Rechenzentrum nicht mehr abbilden kann, hat vielleicht nicht die Ressourcen, es zu erweitern, weil das eigene IT-Know-how auch gar nicht genug da ist. Also gehe ich vielleicht in ein externes Rechenzentrum, bin dort an Laufzeiten gebunden, vielleicht 12 bis 24 Monate, muss auch immer bestimmte Server-Racks und sonst was anmieten und kann eben so ungenutzte IT-Ressourcen, die ich monatlich bezahlen muss, einfach nicht vermeiden. Das Gleiche gilt eben auch entsprechend für die eigene IT-Infrastruktur, die will immer wieder alle 5 Jahre spätestens wird das erneuert werden, die CPU wird schneller, muss ausgetauscht werden und so mache ich mir eben einen riesen Fass auf, was ich vielleicht gar nicht austrinken kann und da setzt die Cloud eben entsprechend an, also es vereint so ein bisschen die Vorteile von externen Rechenzentren wie das ist, ich könnte theoretisch Sonntagnachmittag da vorbeigehen und schauen, ob es reingeregnet hat. Ja, das heißt, die physische Datensicherheit wird natürlich enorm erhöht und genauso die internen Know-how-Stränge, gerade IT-Fachmangel, Fachpersonalmangel und na, die ganzen Kosten, die eben entstehen durch Anschaffung, Wartung etc. pp. Und oftmals ist der Endbenutzer dann doch nicht zufrieden, weil er doch ein bisschen mehr Performance haben möchte. Deswegen der Schubs raus. Worauf man dann nur achten muss, erstmal so ein Cloud-Anbieter hat ja meistens auch irgendwelche Rechenzentren. Nur weil er es immer entsprechend on-demand an die Kunden weitergibt, sind seine Ressourcen auch irgendwo entsprechend begrenzt. Das ist ja das Gleiche, wenn wir jetzt heute Nachmittag alle gemeinsam zur Bank gehen und Geld haben wollen, sind die auch pleite. Ja. Ähnlich funktioniert es da. Das heißt, ich muss mich bei dem Cloud-Anbieter selber nicht nur darauf verlassen, dass seine Infrastruktur sicher ist und dass er entsprechend Datenschutzregeln etc. einhält, sondern ich muss auch gucken, dass seine Subunternehmer dies ebenfalls tun. Ja. Nur dann kann es eben funktionieren, dass eben meine Private Cloud oder meine hybride Cloud bei entsprechend Bedarf mehr oder weniger sich auch anpasst, ja, und dass der sich nicht durch irgendwelche Klauseln schützt, wie ab maximal, also ab Limitsteigerung 120% verschieben wir das irgendwo ins Ausland. Ja. Das kann in der EU noch ganz gut funktionieren, dann weiß ich, okay, dann liegt der halt heute in Italien und morgen in Polen. Dann bin ich aber immer noch relativ abgesichert. Wie gesagt, wenn ich eben nicht genau weiß, wo es hinschiebt. Wenn ich weiß, er hält es in der EU, kann ich eben auch sicher sein, wenn zum Beispiel je nach Art der Daten, die ich in die Cloud schiebe, kann eben auch beispielsweise eine zweite Steuerschuld entstehen. Ja? Das heißt, wenn ich es nicht nur parke, sondern auch produktiv nutze, muss ich damit rechnen, dass irgendjemand aus Indien Geld dafür haben möchte, ja? Weil ich ja in seinem Land produktiv gearbeitet habe. Genauso gilt es mit der Gerichtsbarkeit. Passiert irgendwo was, wird ein Datensatz geklaut, so weiß ich im Endeffekt nicht, welche Datenschutzregeln gelten denn nun in Pakistan oder sonst wo. Deswegen achten Sie einmal auf den Datensatz in Südamerika, der gleich aufpoppt. Wer kann garantieren, dass Ihr Cloud-Service-Anbieter, wie soll der denn seine ganzen Subunternehmer erstmal auch noch direkt kontrollieren und um zu wissen, dass der wirklich nach seinen Cloud-Services, die er Ihnen verkauft hat, auch arbeitet? Ja? Und deswegen für den folgenden Vergleich möchte ich mich schon mal jetzt entschuldigen. Auch in der Cloud, in Cloud-Datenzentren arbeiten nur Menschen und keine Engel. Das heißt, die machen auch Fehler oder wollen Fehler machen, je nachdem, wo sie arbeiten oder wie sie arbeiten. Das heißt, da wirklich aufpassen, wie das eben vertraglich geregelt ist, damit es eben entsprechend auch nicht nach hinten losgeht und wie der Kollege von Soroban eben ansprach, dass die Daten schlichtweg verloren gehen und ich es nicht mehr kontrollieren kann. Als letzter Ansatz muss ich mir dann aber auch zugutehalten, wo wir gerade schon bei den Menschen angekommen sind, je nachdem, wie ich meine Cloud fahre. Ja, das heißt, habe ich vielleicht bisher immer einen Techniker gehabt, einen astreinen IT-Administrator, super in der Technik, dann ist abends um 18 Uhr das Netz ausgefallen und morgens um 6 lief das wieder und alle konnten arbeiten. Jetzt geht es aber darum, Infrastruktur as a Service, Plattform, Software as a Service, also irgendwelche Applikationen. Habe ich vielleicht nur eine Applikation im Netzwerk, brauche ich dann wirklich noch einen Techniker oder muss ich meinen IT-Administrator durch einen gescheiten Einkäufer ersetzen? Oder ich meine, Gott bewahre, aber muss ich mir vielleicht sogar einen Controller holen? Ne? Das will keiner, aber lässt sich manchmal nicht vermeiden. Das heißt, alles, was ich irgendwo buche, muss ja auch gemonitort werden. Ne? Ich muss ja sehen, dass die Rechnung stimmt. Und sobald dann die Internationalität dazukommt, muss der ja auch entsprechend mit irgendwelchen Steuerberatern oder vielleicht sogar Anwälten reden. Ne? Das heißt, ich muss da auch meine eigene IT-Abteilung echt mal hinterfragen, ob es überhaupt Sinn macht, da in die Cloud zu gehen. Und als letztes, ich muss mir sicher sein,
dass mein Endgerät, dass ich mir nicht zwei Baustellen aufmache, geht es ja bei der Cloud nur um die Serverinfrastruktur, muss ich aufpassen, dass meine Client-Infrastruktur entsprechend einfach angepasst ist, damit ich dort sorglos arbeiten kann. Das können im Endeffekt zwei Produkte, der PC und der Thin Client. Das heißt, worauf man achten muss, ist im Endeffekt, dass möglichst breite Spektren abgedeckt sind von den Verbindungsmöglichkeiten, weil im Endeffekt findet die Eingabe auf der Nutzerseite statt, die Verarbeitung im Serverbereich, die Ausgabe wieder auf dem Nutzerbereich. Dementsprechend gibt es keinen Bedarf dafür, dass ich ein wirklich vollwertiges Betriebssystem auf einem PC oder einem Thin Client habe. Das heißt, da muss wirklich nur die Verbindungsmöglichkeit sein. Und sei es nur ein Internetbrowser. Ja, der spricht dann entsprechend TCP/IP oder sonst was. Oder ich habe einen VPN-Tunnel. Und das ist dann auch der erste Moment, wo ich mir dem ersten Vorurteil gegenüber Thin Clients aufräumen will. Warum habe ich ein Betriebssystem auf dem Client, wenn ich es mir doch aus der Cloud hole? Damit sie eben entsprechend zukunftssicher sein können, damit sie testen können, damit sie einfach mal eine neue Lösung testen können, damit sie ausfallsicher sind, um einfach mal ins Internet zu kommen, wenn dann die Infrastruktur nicht läuft, weil auch da findet man ja viele sichere Daten, oder um Branchenspezifikationen und Regulierungen einhalten zu können. Das heißt, es gibt das deutsche Bundesministerium für Informatik oder was schreibt es für den öffentlichen Bereich einen bestimmten VPN-Client vor, ja, damit ich den integrieren kann. Und genau deswegen braucht man eben auch ein Betriebssystem, zusätzlich dann beim Thin Client gepaart, ja, mit längeren Laufzeiten, weniger Problematik, weil wo wenig ist, kann auch weniger kaputt gehen. Das heißt, ich habe da einfach wesentlich weniger Sorgen mit. Die Caritas aus Graz hat da nochmal ganz andere Vorteile gefunden. Schließlich wird dort Dienst am Menschen geleistet. Das heißt, ich gehe grundsätzlich erstmal davon aus, dass da Leute arbeiten, die wenig Ahnung von IT haben. Ja? Dort war es dann so, dass man da knapp über 60 Standorten verteilt einzelne Server hatte mit einer Firewall, mit Bandsicherungsgeräten etc., mit 2 bis 3 PCs. Das heißt, der Administrator hatte nicht nur damit zu kämpfen, dass er erstmal ständig fahren muss, wenn es irgendein Problem gibt, weil die eine Anwendung nicht startet, weil die mit dem Nintendo-Emulator nicht funktioniert und die andere Anwendung startet nicht, weil Mohun das behakt. Das heißt, erstmal da diesen ganzen Aufwand konnte man umgehen, indem man das nach Graz ins Rechenzentrum geschoben hat. Er konnte aber eben auch die Nutzerseite einfach umgehen, weil er die Thin Clients überall einsetzt. Das heißt, er steht für den Nutzer, für den Streetworker, für das mobile Pflegepersonal und sonst was, steht eben überall das gleiche Endgerät. Die haben keine Berührungsängste, wenn sie es zweimal gesehen haben. Die starten das hoch, wissen, wie sie sich verbinden müssen. Und der Admin aus Graz kann eben entsprechend die ganzen Profile verwalten und sich entsprechend einfach nur darum kümmern, dass das Rechenzentrum in Graz auch funktioniert. Zusätzlich ist dann natürlich sichergestellt, dass über die massiven Sicherheitsmechanismen in einem Thin-Client-Betriebssystem auch einfach keine Viren oder Malware oder sonst was in das Rechenzentrum getragen werden, weil es einfach, ja, es ist ein Read-Only-Betriebssystem, danach im Neustart ist sowieso alles weg und ist wesentlich weniger fehleranfällig. Und man konnte das, weil man ja eben diese PC-Infrastruktur hatte und die Hardware ist ja nicht zwingend schlecht, das heißt, ich muss sie ja nicht wegschmeißen und neue kaufen, dass man erstmal nur das Betriebssystem, was ja im Endeffekt alle Funktionen mitbringt, die ein Thin Client braucht. Hardware kann ja jeder. Ne? Um die Software geht es ja im Endeffekt bei Thin Clients. Das heißt, man kann das entsprechend einfach migrieren, einen PC zum Thin Client machen und es dort weiter nutzen. Einen wesentlich kostenintensiveren Antrieb hat die Stadt Bergheim, wie eben schon angesprochen, gefunden. Dort ging es wirklich von vornherein Kosteneinsparung. Deswegen hat man 2004 den ersten Terminal-Server in Betrieb genommen. Sprich, ist auf ein Client-Server-Programm gegangen, hat dann 2006 die ersten PCs gegen Thin-Clients ausgetauscht und ist dann sogar beim Stand von mittlerweile 18 Terminal-Servern und 350 Thin-Clients, also schon eine sehr ausgewachsene IT-Infrastruktur, sogar noch in das Rechenzentrum gegangen, um sich dort einfach Applikationen hosten zu lassen, weil man gesagt hat, das ist sogar noch, also man hat dann, jetzt habe ich ja schon alles gekauft, jetzt nutze ich das auch so lange, bis es kaputt ist. Hat schon dann den konsequenten Weg gegangen und hat gesagt, ihr könnt es noch günstiger hosten, als wir es selber können. Und zusätzliche Einsparungen durch weitere Gemeinden möglich, ist im Endeffekt gemeint, das ist so ein bisschen das Ziel, was man innerhalb einer Branche auch verfolgen sollte und was dort eben in diesem Kreis um Köln herum auch passiert. Das heißt, die haben im Endeffekt alle die gleichen Anforderungen und könnten sogenannte Community Clouds bilden, also wiederum eine Mischform der hybriden Private und Public Cloud, also eine Community Cloud, und somit die Kosten pro Nutzer eben auch beim Rechenzentrum nochmal senken und in der Hoffnung, dass er dann auch eben entsprechend seine Einsparungen an den Endnutzer weiterträgt. Ja? Also da auf jeden Fall innerhalb der Branche drauf achten. Viel interessanter fand die Stadt Bergheim aber nochmal den wirklich Kosten pro Nutzer und Arbeitsplatzvergleich. Die Firma Eagle arbeitet da sehr intensiv mit der Fraunhofer, mit dem Fraunhofer-Institut zusammen und macht dort diverse Berechnungen. Vergleich PC versus Thin Client, das sind die beiden linken.
Da hat die Stadt Bergheim gesagt, das ist schön und gut, was die Fraunhofer da ausrechnet, das kontrolliere ich mal. Und ist eben dann auf ein wesentlich nochmal ein interessanteres Ergebnis gekommen, weil die Einsparung sogar noch ein bisschen höher liegt, real im wirklichen Betrieb. Und das ist auch der Moment, wo ich mit dem zweiten Vorurteil aufräumen möchte. Für den Anschaffungspreis kann ich mir gleich einen PC kaufen. Wenn man nur den roten Balken betrachtet, ist es korrekt. Wenn man dann den grünen Balken dazu betrachtet und sieht, dass die Serverinfrastruktur, die ganze Netzwerkinfrastruktur, alles, was ich eben brauche, weil so ein Thin Client selber hat ja keine produktiven Anwendungen, ja, braucht sie ja vom Server. Das heißt, meine Serveranteile steigen auch noch extrem an. Wenn man es immer noch so weit betrachtet, sind wir immer noch raus, aber dann geht es eben wirklich in die Betriebskosten. Das heißt, wesentlich weniger Stromverbrauch. So ein Ding braucht 11 Watt unter Volllast. Wie gesagt, wo nichts ist, kann auch nichts ausfallen. Das heißt, das sind wirklich, und hier aufgefasst sind nur die messbaren Kosten. Das heißt, die ganze Ersparnis, die auch ein Administrator hat durch automatische Konfiguration der Geräte. Das heißt, er gibt irgendwo in Salzburg einen Nutzer ein Endgerät, der muss es nur in die Netzwerksteckdose stecken und das Ding wird automatisch konfiguriert. So eine Kosten kann man schlecht messen, die kann man auch nicht in Geld aufwiegen. Deswegen sind sie hier auch nicht mit drin enthalten. Das heißt, was damit eben endlich erreicht werden kann, ist, dass eben der Admin so viel Zeit hat, dass er seine Kosten wirklich kontrollieren kann, dass er sich mit der Cloud auseinandersetzen kann, dass er Nachbargemeinden ansprechen kann, ob die sich nicht daran beteiligen wollen. Das heißt, er kann sich wirklich um wichtige Dinge kümmern und muss nicht gucken, dass er die PC ständig am Laufen hält. Ja, so viel dazu. Fragen, denke ich, entweder jetzt oder ich bin auch den ganzen Tag vorne mit am Stand. Würde mich freuen, wenn ich Sie dann nochmal begrüßen darf. Dankeschön.